Rage Spirit, der muss noch eine Runde schlafen. Ach, wir attackieren einfach. So. Dann tötet der jetzt endlich die Bogenschützen, dann verbrauchen die immer keinen Zug mehr. Der hat die um. Und jetzt, liebe Bären, tretet bitte in die Falle. Yay! Yay! Na gut, 120 Schaden ist jetzt eigentlich nicht die Welt. Es geht. Okay, dann tötet der nochmal. Kriegt der wieder ein bisschen Erfahrung. Wumms. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt einmal Schriftrollen verkaufen. Obwohl, Schriftrollen habe ich nicht verkaufen können, oder? Moment, das liegt da. Da liegt einmal eine Mind Rune. Okay, brauche ich die? Na, ich brauche Magic Runes, brauche ich. Okay. Moment, wir gehen jetzt da kurz hin. Und kann ich da Schriftrollen verkaufen? Also, Helplessness brauche ich eigentlich nicht. Ja, geht mit dem Verkaufen. Ja, der bringt jetzt sogar relativ viel Gold. Oh ja, wow, das bringt saftig Gold. Aber mega saftig. Hey, 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 hey. Ja, 39.000 Gold. Ja, so gefällt mir das Spiel. Ja, so gefällt es mir ganz gut. So. Dann schauen wir mal kurz auf der Karte, wo ich jetzt überhaupt bin. Da müsste jetzt einiges ja aufgedeckt haben. Gibt auch wieder so graue Wolken. Ah, ich bin da, glaube ich, rechts drüben, oder? Ja, da bin ich. Okay. Okay, dann gehen wir da jetzt nur so runter und irgendwie ist es jetzt gerade so dunkel geworden. Noch einmal 44 Goldstücke. Und da vorne nochmal Gegner, mit denen ich nichts haben will. Oh, da habe ich nochmal magische Kristalle erspäht. Ja. Da oben wieder so ein Obelisk, den was wir auf jeden Fall auch betätigen werden. Den Kampf müsste es aber nicht mehr geben. Also bis gleich. Der war schon wieder eher ein bisschen von der läppischen Seite her. So, Obelisk. Wonderful place for taking a rest. My horse even doesn't even want to stray from here. King Fandor. Okay. Verstehe nicht ganz, was die Obelisken bringen. Refreshen die einfach wieder? Na, Mana wieder auch nicht voll. Keine Ahnung, das ist mir definitiv ein Rätsel. Gut, dann gehen wir jetzt da aber nur da links entlang. Ah, da drüben sehe ich immer schon wieder Runen. Magic Rune, bitte mehr als eine. Okay, nur eine, verdammt. Dann noch ein Leadership Banner, sehr schön. Und Gold ist noch da hinterm Haus versteckt. 180, naja, geht so. Und River Farm, was gibt's da? Dispel und sonst eigentlich gar nichts. Moment, jetzt würde mich gerade noch was interessieren. Kann ich da jetzt... Wir haben ja Dispel schon als Zauber. Da. Kann ich denn jetzt auf das usen? Na. Moment, irgendwo war noch irgendwas Magisches, was ich mir nicht anschauen habe können, oder? You could remove the seal without disturbing your spell, then return it to its place. If only you had a spell for neutralizing magic. Ja, eben, den habe ich dann. Ich hab das doch. Also nochmal, wir probieren es nochmal mit B und Dispel, wäre meiner Meinung nach logisch. Und Purse. Und das mag einfach nicht. Ich check's nicht, wie das betätigt. Na gut, dann gehen wir da jetzt noch kurz rüber. Da ist wieder ein Strand, da ist immer Gold. Da ist wieder ein Banner, zu dem wir auf jeden Fall ganz gern hin würden. Und zwar kann ich da rüberreiten? Ja, da kann ich rüberreiten, cool. Slightly stronger, Moment, da mache ich da ein Quick Save. Und Slightly stronger, das sind glaube ich wieder so Barbarians und so weiter. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Berserker sind sogar. Okay, das sind glaube ich neue Truppen, von daher schneide ich den Kampf nicht. Berserker, dann schauen wir mal, was die so drauf haben. Haben die Giftresistenz? Defense, na, keine Giftresistenz, von daher wisst ihr, was kommt.
Der Poison Skull auf dem Moment. Nö, nö, nö. Das sind abartig viele Sprouts. Tipp mal lieber da bauen. Okay, dann Rage Spirit. Okay, da würde ich ganz gern den Rockfall da hinten noch einsetzen. Obwohl, das bringt, glaube ich, so gar nichts. Nehmen wir mal Schwert her. Und zwar. Ja, auf die Sprouts. Und zwar auf die. Okay. Sehr schön. 33 getötet. Dann so. Dann töten wir noch einmal ein paar Sprouts. Okay. Verblässe ich mich wieder? Bringt das mehr als wieder zu angreifen? Wir probieren zuerst einmal dann ein bisschen reduzieren, da die Anzahl der Sproutlinger. So. Und zwar. Ach, da kriegen wir nochmal den Patzen. Okay. Oh, da, das macht viel Schaden. 22 Bogenschützen sind da. Okay, die gehen einmal auf jeden Fall da in die Defense-Stellung vor. Wie viel Schaden machen die Berserker? Nein. Keinen Erzmagier töten, bitte nicht. Na. Was ist denn da los? Warum können die Gegner teilweise sich doppelt bewegen? Check ich so überhaupt nicht. Ah, wegen Running. Verdammtes Arschloch. Verdammtes Arschloch. Okay, dann ein Feuerball. Jetzt stehen die da eh relativ günstig zusammen. Ja, genau so haben wir das irgendwie vorgestellt. Wie viele Priester haben wir da jetzt verloren? 8 Priester. Wiederbeleben kann ich nur 2. Nö, dann würde ich sagen. Ach, ich belebe jetzt doch die Priester. Der Magier, den will er eigentlich ganz gern heilen, bevor er attackiert. Der geht einen Schritt. Ah, der hat den Cold Arrow. Das heißt, wenn er zur Seite geht, dann ist sein Zug verbraucht. Dann macht er jetzt einfach Defense. Passt das? Ja, das passt. Okay. Dann greifen wir mal an. Da werde ich jetzt vielleicht ein paar verlieren, ist jetzt aber egal, muss ich machen. Und jetzt werden die Magier nur geheilt. Sehr schön, damit sind die wieder mal aus dem Schneider ein bisschen raus. Dann der Knight, ja, der kriegt da einfach diese Berserker. Ja, sie probieren jetzt natürlich da schon irgendwie meine ganzen. Wie heißt es denn? Rest 0. Warum kann ich noch nicht was benutzen? Muss es. Ah, okay, vermutlich Rest 0 aus, der muss noch einmal resten. Okay, steppert. Ja. Wie machen wir jetzt weiter? Zaubern kann ich momentan wenig. Die Berserker. Ja, ich muss ja die Bogenschützen attackieren. Also, die machen schon von hinten einfach zu viel Schaden. Ich muss da aufpassen. So, die haben, glaube ich, gerade. Ah, die haben noch immer Freeze oben. Na gut, dann attackieren die jetzt einfach im Nahkampf. Ja. Sehr schön, sie haben gekrittet. Wow, sind relativ stark verletzt worden. Gut, der kann nochmal töten, der kann ihn noch einmal heilen. Ja, ja, das läuft. Die Bären kommen jetzt dann auch einmal an ihren Zug ran. Das ist doch adeppert. Also der Kampf ist wirklich schon wieder ein bisschen fordernd. Also wir werden jetzt was schaffen, aber die Frage ist, wie gut. Jetzt haben sie einen Erzmal getötet. Merkst du mich verarschen? Also es ist ja wirklich krass. So, dann Schwerter da. Töt bitte so viele Bogenschützen es geht. 7. Jawohl, er hat 7 getötet. Okay, dann. Mana haben wir wenig. Magic Spring kann ich momentan nicht einsetzen, also den Zauber, dass Verteidigung erhöht wird und Mana zurückkriegt, denn ich weiß nicht, wen der Gegner attackiert. Das ist da momentan ein bisschen random, wen der da genau attackiert. Das kann man so jetzt nicht durchschauen. Freeze dauert noch immer eine Runde. Ach, verdammt. Ich werde den Heilspell jetzt vom Held aus casten. Also Healing. Und dann den da nochmal rein attackieren. Und die machen Blessing auf die Knights. Okay. Haben die jetzt den Bär nochmal oder? Die haben lieber da die Berserker um. Die überleben relativ viel, muss man sagen.
Okay, den Inquisitor glaube ich auch noch verloren. Also Verluste sind echt enormst. So, der hat wieder Rest-Status, der Arsch. Der hat aber kein Freeze mehr. Okay, dann geht der jetzt mal auf die Seite und ein Fighting Trance und ballert da jetzt mal ein paar Bogenschützen weg. Okay. Wie viel Mana haben wir? 4. Okay, mit 4 Mana kann ich mir auch nicht viel machen, aber Bogenschützen kann ich mir eliminieren. Okay, dann der attackiert. Dadurch leben jetzt immer viele. Der tötet jetzt vielleicht schon. Sehr schön. Okay, dann schauen wir jetzt einfach nur. Ich glaube, der Kampf ist vorbei, oder? Kann der nochmal was benutzen? Rest 1. Rest geht nach oben, oder wie? Aha. Okay, so viel dazu. So, dann nochmal reinpallern. Ach, sterbt schon, das gibt's nicht. So, was haben wir jetzt tatsächlich verloren? Erzmagier ist ein harter Verlust. Megahaut, 11 Priester ist nicht so schlimm und 5 Guardsmen ist auch nicht so schlimm. Das passt für das, dass sie slightly stronger waren von der Armee her und ich nicht volles Mana gehabt habe, ist das ganz okay. Dafür haben wir eine Scroll. Und zwar 4, na gut, die haben wir schon, können wir aber dann wieder verkaufen für Gold. Ein Banner. Noch einmal 24 Leadership. Da kann ich vermutlich Barbaren anheuern, oder? Oder auch nicht, die wollen anscheinend mit mir nicht reden. Okay. Gut, dann war es das jetzt da, glaube ich, aber von dem Gebiet her eh. Damals aufgedeckter, ja. Da hat es eigentlich nicht mehr viel geben. Also gehen wir jetzt daher oder da oben her? Ich reite mal einfach, je nachdem, wo ich hinkriege. Na, mit den schwachen Gegnern mag ich mir das nicht mehr herumplagen. Okay, da bin ich jetzt, glaube ich, schon irgendeine Abkürzung gegangen. Oder? Da kann ich anscheinend irgendein. Ah, das ist der Vogel, den ich suchen habe müssen. Okay, der Talking Bird. Okay, na, bye-bye Bird nicht. Also das da. Alright, so that's how you sing now. It might interest you to learn that your master has run almost out of his mind looking for you. Well, he shouldn't starve me. Ah, I got you talking about. Anscheinend wollte der Master ihn ausstopfen oder sowas. Und ja. Fly home, dinner is waiting for you. Questlog updated. Claim the reward. Okay, 1800 Goldstücke und 49 Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte sind echt so läppisch einfach für diese ganzen Aufgaben. Lohnt sich eigentlich wirklich nicht, die machen. Das bringt halt ein bisschen was. Oh. Jetzt stockst du sehr, ich nehme schon relativ lang auf. Ich glaube, die Festplatte ist schon ziemlich wieder Maximum. Wer mit dem da noch kurz reden? Ah, mit dem haben wir schon geredet, genau. Was hat der? Shroud haben wir schon, okay. Das Banner da können wir noch aufheben. Da oben gibt es nur Scrolls. Da ist nur ein Magic Crystal. Sehr schön. Da kann ich nichts mehr machen. Gibt es da vielleicht nur Schätze irgendwo? Leuchtet da irgendwas Tolles? Da gibt es Gold. Da gibt es noch einmal ein Banner, wenn ich vorbeikommen würde. Komme ich nicht vorbei? Was soll der Mist? Hä? Vermutlich brauche ich da ein Boot, um hinzukommen. Okay, das habe ich jetzt aber nicht. Also hilft mir das eh nichts. Dann gehen wir jetzt noch gerade kurz zu einer besseren Position. Also da unten haben wir auch aufgedeckt. Da links hat es nichts mehr gegeben. Ne? Zum Verabschieden will ich nur kurz darauf gehen. So. Schnell, bevor der Fischplattenspeicher voll ist. Und zwar da oben her. Na, keine Gegner mehr. Alles noch nicht Gegner. Bis gleich. Okay, Kampf überstanden. Natürlich ohne Verluste. Natürlich. So, dann haben wir da noch Thornsprouts. Dann noch Mindrune. Sonst noch was. Da haben wir noch ein Schloss. Okay, war jetzt die Frage. Was jetzt besser ist, der Pilgrim Staff oder der Disciple Staff? Den kann man auch wieder upgraden zum Archmage Staff. Klingt also eigentlich mal relativ stark. Ah, da kann ich mal die Priester nachkaufen, die ich verloren habe. Und durch neues Leadership kann ich ohnehin abartig mehr einfach haben. Okay,
der Dispel, mit dem reden wir auch noch kurz, dann haben wir das auch noch erledigt. Und die Nebenaufgabe haben wir wieder erhalten. Okay, sehr schön. Gibt es da noch was in der Nähe? Ne. Gut, also nächstes Mal geht es dann weiter in Verlan Forest. Moment, kann da was killen? Na, mir fehlen überall die Magic Runes. Ja, die fehlen mir jetzt überall. Okay, okay. Ja, nächstes Mal geht es dann weiter auf jeden Fall in Verlan Forest. Wir haben jetzt halt eigentlich relativ viel erledigt, muss man sagen, und viel geschafft. Die Sümpfe. Dann das komische Arlani eigentlich soweit abgeschlossen. Als nächstes kommt jetzt eigentlich nur noch Verlan Forest und dann geht schon mit der Hauptquest weiter. Gut, war wieder ein langer Part oder eine lange Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den restlichen Part von Verlan Forest erkunden. Bis zum nächsten Mal. Servus.